riesen Titten, ey. Wer hat voll die riesen Titten? Tatsache. Mit Titten läuft jedes Video gut. Heute Riesentitten im Angebot. Okay. Fangen wir einfach mal an. Achso, sollen wir erstmal Hallo sagen? Ach scheiße, wenn ich so weit hochgehe, dann sieht man mich gar nicht mehr. Ich könnte auch die Kamera hochstellen. Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Soll ich die Kamera hochstellen? Ja, ein bisschen vielleicht. Ein bisschen. Ein bisschen. Entschuldigung für meine Aussprache. Ich halte okay. So, hallihallo, Couch Comics, bla bla bla, Mittwochsabends, neuer Comic und zwar Titten, Supercrooks. Supercrooks. Um was geht's denn, Benny? Weil du hast schon letztens erst gelesen und ich erst vor 100 Jahren. Gefühlt. Genau. Supercrooks ist ein einteiliger Comic. Einbändiger. Liest sich recht schnell runter. Und es geht letztendlich um zwei Personen, also beziehungsweise werden zwei Personen hinten genannt. Das ist einmal der Heat, das ist ein älterer Herr, der Spielschulden angehäuft hat. Und Johnny Bowles, ein Superschurke, der nicht so erfolgreich ein Superschurke ist in einer Welt voller Superhelden und Polizei, die den Superschurken ständig in den Arsch treten. Und Johnny Bolt kommt aus dem Gefängnis wieder raus, kriegt mit, dass sein Kumpel Heat heftige Schulden hat in Höhe von 100, wie viel waren es? 100 Millionen, glaube ich. 100 Millionen? Irgendwie so um den Dreh. Also eine scheiß viel... Hat ordentlich zugelangt. Teure, hohe Geldsumme. Genau. Was auch immer das für ein Satz war. Gott, ich falsch angefangen. hat auf jeden Fall ordentlich zugelangt. Und der Johnny Bolt, der versucht natürlich seinem Kumpel zu helfen. Und dann fangen die zwei in Ocean's 11 Manier an, ihre Crew zusammenzusuchen in Form von alten Superschurken-Compadres. Genau, und dann suchen sie sich auch im Endeffekt in der Welt, die voller Superschurken und Superhelden ja nur so überquillt, ihr Opfer sozusagen aus, von dem sie die 100 Millionen oder auf jeden Fall das Riesenvermögen klauen wollen und ihr Wahl fällt auf irgendeinen Ex. Superschurke, der sich in Spanien zur Ruhe gesetzt hat und der mit seiner, ja, was so, mit seinen Raubzügen, keine Ahnung, wie er zu dem Geld gekommen ist oder was auch immer. Man muss dazu sagen, es ist der Superschurke. Es ist überhaupt. Also es ist im Endeffekt dieser überheftige Don, der einfach die krasseste Kohle gemacht hat in seinem Leben. Ist ein alter Knacker mittlerweile, weil er im Ruhestand ist. Und von dem wollen sie im Endeffekt das Geld klauen. Es ist im Endeffekt der gefährlichste Superschurke und die wollen den halt beklauen und alle denken sich so. Also Schaden, das ist halt verrückt, ja, weil im Endeffekt, wie wir glaube schon gesagt haben, die Welt quillt von den Superhelden, Superschurken über. Im Endeffekt gibt's bekannterweise Superhelden, Superschurken und alle haben Kräfte, pipapo, nichts Besonderes, alles langweilig, gibt's Gesetze, vor allem in Amerika anscheinend, wo die Superhelden häufig sind. Und der komische Superschurke, das ist nämlich der Kniff an der Sache, hat sich nämlich in Spanien nach Spanien zurückgezogen und dort sind Superkräfte verboten. Und das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt von der Geschichte, dass die Crew, die Superschurken, den überfallen wollen in einem Land, in dem Superschurken oder überhaupt Superkräfte verboten sind. Und darum geht's. Und wie das dann weitergeht, oder? Genau, also man kann halt im Endeffekt nicht so viel über die Story verraten, weil es halt einfach eine recht einfache Story ist, die sich allerdings echt sehr gut runterliest. Man sieht im Endeffekt, wie dick der Band ist. Es sind bestimmt vielleicht maximal 150 Seiten, keine Ahnung, I don't know. Wenn der eine Seitenzahl drinsteht, ne, ich glaube nicht. Aber ungefähr gefühlt so 150 Seiten rum und da ist die komplette Geschichte abgegolten, was auch ein bisschen irreführend ist, ist, dass auf dem Cover auch noch steht Band 1, Doppelpunkt der Kuh. und es gibt naja, keine das suggeriert Band. Eventuell den zweiten Band. Ich hoffe zum... Das wäre natürlich geil, aber... Aber die Story, die ist so rund, die ist so gut abgeschlossen, die passt einfach so perfekt da rein. Man muss auch sagen, also ich war jetzt nicht enttäuscht dadurch, dass der Comic jetzt irgendwie relativ kurz war, weil es einfach von der Story her super gut gepasst hat. Und von dem her... Kann man sagen, Story, definitiv geil, obwohl er so kurz ist. Contra, kurz. Im Endeffekt schon. Wenn man mal kurz die Überleitung... Wenn man auf die Zeichnung zukommen will, ich weiß gar nicht, die Zeichnung kann man mal gar nicht so krass viel sagen, weil ja, okay. Es gefällt, es sieht ganz gut aus. Ob ich jetzt erzähle, das ist Detail, es ist ja, es ist brutal. Man könnte auch dazu sagen, keine Ahnung, der Zeichner ist der... Oh Gott, was hat denn der für einen Namen? Ich meine, der hört mit You auf, das ist der Name. Lainel You. Lainel You. Halt so einfach in die Kamera, kannst jeder Depp lesen.
Jeder Depp kann bitte lesen, wer. Lane Yu. Und das, der Story-Autor Mark Miller und die Filmrechte sind auch schon raus, also man kann einfach nur warten. Die Zeichnungen von dem komischen Herrn Yu sind, ja, wie der Benny schon sagt, einfach mega detailliert. In dem Fall sogar sehr farbenfroh, würde man jetzt sagen, wenn ich jetzt mal einfach hier durchblätter. Und sehr menschennah, also der will anscheinend ein bisschen auf mehr auf Realismus machen. Gut. Das erinnert mich halt auch ein Stück weit an Boys, muss ich sagen. Ein Stück weit. Würde ich fast so sagen, ein bisschen farbenfroh, ein bisschen detaillierter von den Gesichtern und von allem her. Wenn ich das so ein bisschen. Ist schwer zu sagen. Ja, im Endeffekt die schöne Zeichnung. Genau. Blöd gesagt. So, jetzt haben wir Zeichnung, jetzt haben wir Storypreis. Preis kostet 16,95 für 150 Seiten. Hält sich zustande. Stinknormale Comic-Preis. Ja, würde ich sagen, ein bisschen teuer, aber man bekommt eine richtig geile Geschichte, was natürlich. Ja, keine Ahnung. Kann sich jeder selber entscheiden, ob er 17 Euro für einen Comic ausgibt, der nur 150 Seiten dick ist. Da gibt's bessere Angebote vom Umfang her. Aber von der Story her, sage ich mal, gibt's halt wiederum Abstriche bei anderen Comics. Ja, klar. Der ist einfach, hat die perfekte Länge für ein, kann man sich statt einen Film an einem Abend reinziehen, in den 1,5 Stunden hat man den Comic auch durch. Ja. Gut. Sonst noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen? Findet selbst raus. Genau. Lest die Scheiße. Das sagst du immer zum Schluss, oder? Ich weiß. Weil ich will, dass sie es lesen. Hört zwar keiner drauf, interessiert sich auch kein Schwein dafür, aber na, so ist das Leben halt. Liest am Ende eh keinen. Ja. Ich vielleicht. Oh, die haben coole Mützen! Mit Bommeln drauf. Wir sind nicht die Bommel-Gang. Okay, ich spiel mal Resi. Ja, Mann, ohne Scheiß. Anschauen.